Nice Schwanz, Bros und Ladies. Mein Name ist Ron Bielecki und heute geht es darum, dass wir Johnny ein bisschen aufwerten. Das Problem ist, Johnny ist neben Paul einfach nicht der Krassere und ihr wisst ganz genau, woran es liegt. Ja? Paul. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es geht heute eher darum, wie wir Johnny bisschen auffrischen. Ja? Und deswegen bin ich hier gerade irgendwo in Friedrichshain, weil ich mir von sehr vielen Leuten sagen lassen habe, wo Paul so sein Zeug herbekommt. Und ich schreibe mal jetzt Manfred, wo er steckt, weil ich warte hier auch schon so bestimmt 5 Minuten. Hey Manfred, wenn ihr sowas macht, immer über Telegram, ja? Wo bist du? Immer über Telegram sowas, ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Hier und du? Auch hier. Ruf mal ganz laut Nice Schwanz, Bro, und mach dich erkenntlich. Nochmal bitte, damit ich ganz sicher bin. Das ist er. Ihr müsst jetzt ganz bisschen unauffällig sein, ja? Weil er denkt, ich komme alleine. Na? Manfred? Alles gut bei dir, Thomas? Ja, bei dir? Was ist los mit deinem Schwanz? Sag mal, ist eine Kamera oder was? Nein, die filmen dich nicht. Auf jeden Fall. Eine Kamera? Geh mal weg mit der Kamera. Ich will hier nicht gefilmt werden. Hier wird keiner gefilmt. Okay. Auf jeden Fall, guck mal folgendes, Manfred. Guck mal, es ist so, ja? Ich habe hier so einen Kumpel, ja? Der muss ein bisschen. Verstehst du? Ja, ich dachte, wäre für dich. Guck mal, nein, du musst mich dir erlauben. Nicht für mich. Das ist egal, Mann. Ich brauch das nicht. Ich habe genug Geld. Aber ganz kurz. Hast du so, dass er irgendwie so. Meinst du, dass er sich so entfalten kann? Was brauchst du in der Tat? Es ist dieses mit ohne Propionat. Ja, in der Tat. Nimmt man das einmal die Woche? Ja, er braucht jeden Tag. Die ganze Zeit. Nein, jeden Tag. Zeit. Er braucht locker 2 ml die Woche. Ich würde volle Dosis machen. Weil er hat Konkurrenz. Sein Konkurrent nimmt 3 ml die Woche. Ja, pass mal auf, Digga, du hast keine Ahnung. Okay. Du gibst ihm bitte und er soll jeden Tag richtig viel machen. Das heißt, ich müsste dir jetzt mindestens 5 Dinger verkaufen. Alle Dude. Eins kostet 50. Wie viel Geld hast du dabei? Genug, machen wir. 2 kostet 120. Okay. Wird der immer ein bisschen teurer, ist ja normal, kennst du ja aus der freien Marktwirtschaft. Dann machen wir mal einen guten Preis für 10. Für 10? Ich mach dir 5. Ist wie 10, nur besser, weil 5 sind. Und dann mache ich dir, dafür gebe ich dir so Aufzieh-Kanüle mit und alles. Das ist wie so ein Paket. Okay, dann mach mir das Paket. Wie viel kriegst du für das Paket? Warte mal, kurz rechnen. 5 mal 50, 350. Okay. Plus das Angebot 400, machen wir glatt. Okay, machen wir 400 glatt. Aber du gibst mir auch Spritzen und sowas dazu. Ja, ja, ist ja das Angebot. 1, 2, 3, 4, 5. Pass auf, das Abgerissene ist besonders. Höher dosiert. Es ist von 2008? Nein, ist neu. Beste Öl. Guck mal, grün. Aber das ist nicht diese Synthol-Öl-Scheiße, oder? Nein. Es ist von einem Partner von uns. Ist in Berlin krass. Okay, wo kriegt ihr das Zeug her? Polen, oder? Nein, Berlin selber. Echt, ja? Ja, ja. Ist Plutonium. Wow, Alter. Er wird's lieben. Okay. Nimm mal hier erstmal Dinger über die Bullen. Aber sag mal, irgendwer kennt dich. Weiß nicht, woher könnte das sein? Vielleicht Bergheim? Bist du ein Bulle? Nein, Mann. Sehe ich aus wie ein Bulle oder was? Gib mir erstmal das Geld. Bulle. Ja. Boah, ich spritze. Ja. Wo macht man die rein? Da, wo du willst. Überall. Also hier so überall. Richtig. Magst du ihn oder nicht? Ja, das ist mir schon wichtig. Wieso? Ja, du kannst in die Seite reinmachen. Ja. Oder du Oberschenkel, Schulter, aber in die hinten. Klöten direkt? Nee, oder? Es könnte schmerzhaft sein, oder? Das sind kleine und große. Er braucht auf jeden Fall große. Ja, mit den kleinen musst du zweimal machen. Ja. Und hier sind die Kanülen dafür. Okay, was ist eine Kanüle? Die steckst du vorne ran, tust du da rein und dann ist es gut. Warte mal, guck mal, 1, 2, 3, 4, egal, da fehlt noch ein 100er. Du meinst, das ist doch 400? Nee, 500 habe ich gesagt.
Ja? Ich mach 500 schnell. Ja, das ist nicht so früh für mich, Alter. Alles gut. Klar. Okay, Manfred, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich werde in 2 Wochen wieder da sein. Mach's pass gut, ja? Auch, ja? Passt und, du auch auf dich auf? Dein Freund sagt nicht, von wem du es hast, ja? Wir sind in der freien Natur und ich sehe schon, dass Johnny hinter mir kommt, weil Johnny brauchen wir heute. Was heute passiert, das wird wirklich so krass. Also das ist, ihr wisst ja schon ungefähr, in welche Richtung Rocker Nutrition gerade geht, ja. Und ich will das Ganze noch ein bisschen, ich will dem Ganzen einen Schub geben, ja, damit es noch schneller ans Ziel geht, da wo es hingehen soll. Johnny! Hey Ron! Geht? Alles gut und bei dir? Nein, danke schön. Hi, wie geht's dir? Gut und selbst? Geiles Wetter, oder? Johnny, ja, weißt du, was wir heute machen werden? Was? Guck mir mal ganz tief in die Augen. Siehst du es noch nicht? Wir werden heute Rocker Nutrition 10 Level weiterbringen. Warum Rock? Ich bin da draußen, ist Rocker, was ist los? Ich bin doch draußen oder bei Rocker, was ist los? Ich meinte Dings, unsere Firma, die wir gründen. Unsere Firma, die wir gründen? Ja, genau. Davon hast du noch nicht erzählt, die Firma. Ja, Dings, wir reden später auf jeden Fall, müssen wir uns jetzt, trink mal gleich aus, rauch mal gleich eine Eikos mit mir, genieß mal kurz diesen Meer da hinten. Pfütze, ich sag dazu genau. Pfütze. Und dann werden wir gleich einen Spaziergang machen, kurz miteinander reden und dann wird es auch schon losgehen. Ich habe alles organisiert, Johnny. Wir haben eine Drohne, wir fliegen heute eine Drohne. Ja. Weil in dieser, siehst du diese Tüte, die ja. Papiertüte. Was sind diese Papiertüte? Da ist etwas drin. Ja. Darf ich reinschauen? Noch nicht. Das Sorry? Wird eine Überraschung, ja. Das wird wirklich eine sehr, sehr große Überraschung. Johnny, lass mal ein paar Kniebeuge machen, einfach kurz. Ja, Mann, weil wir wollen mich ja wieder in Form bringen, oder? Ja, das machen wir eigentlich beim Training nicht okay. zu schnell. Nein, einfach zwischendurch, Johnny. Ist es giftig, das Zeug, was du da machst? Da? Nein. Nein? Nein, nein. Ja. Ah. Willst du? Okay. Johnny, ja. Auch ganz wichtig, ja. Das wird jetzt hier eine große Werbeproduktion, ja. Für unser Produkt. Das heißt, wir werden uns. Für unser jetzt Produkt. Genau. Und das Produkt ist in der Tüte, oder was? Das ist sogar ein Fitnessprodukt, Johnny. Du wirst es lieben. Alle werden es lieben. Okay. Ich werde es auch lieben. Geil. Jeder liebt es. Geil. Das wird man nur lieben können mit dieser Werbeproduktion, und die wir gleich starten. Die Landschaft, weil es frisch ist, oder wozu? Johnny, du fliegst eine Drohne. Ich werde in dieser Wiese liegen. Ja? Ich würde okay. das Fitnessprodukt konsumieren und das wird einfach so geil. Johnny, das wird so krank. Ja? Geil. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Bisschen Gänsehaut hast du schon, ja. Okay, ja gut, dann sag mir nur, was ich machen Alles soll und dann machen wir das. Guck mal, Johnny. Aber was für ein Produkt ist denn das? Ist es, also, ist es für Fitnessleute? Ist das für Bodybuilder? Ist das für Musiker? Das ist Musiker? Die Drohne, Johnny. Das ist die Drohne. Okay. Diese Drohne wird uns reich machen. Cool. Ja, schon schwer, das Teil. Qualität ist da. Schön. Ja, weil wirklich für diese Werbeproduktion, Johnny, das wird, dieses Produkt wird revolutionieren. Ja? Wie damals Napoleon revolutioniert hat. Verstehst du das? Frankreich, Revolution. Ja. Hier, die Schlacht von Waterloo. Das alles war ein Witz dagegen, was wir heute machen. Okay, Johnny. Ja. Wir müssen jetzt wirklich los. Johnny, bist du aufgewärmt? Ja. Nimm die Drohne, es geht jetzt direkt los. Nimm die Drohne und renn jetzt dahin. Renn auf die Wiese, sofort. Direkt. Ey, Johnny,
Lass dich umarmen. Ey, richtig geil. Ja, Mann. Wir sind auch schon fast fertig. Aber kannst du mal ganz kurz, ich bin mit dem 8er BMW, da kannst du ein Parkticket dranlegen. Ich stehe da vorne, der Schwarze. Der Schwarze? Ja, ja. Zum Parkschein holen. Ja, weil ich glaube, es ist schon mittlerweile abgelaufen. Wir waren ja bestimmt 2 Stunden hier. Wir brauchen noch so eine halbe Stunde. Machst du das kurz? Ja, klar. Ja? Hast du Geld? Soll ich dir Geld mitgeben? Ich hab Geld. Okay, danke schön. Johnny, du bist der Beste. Okay, jeder Idiot weiß eigentlich, dass ich keinen Führerschein habe. Ich musste ihn kurz wegschicken, weil jetzt kommt das Finale und er darf noch nicht sehen, um welches bahnbrechendes Produkt es sich handelt. Und ihr eigentlich auch nicht, weil wenn ich es euch zeigen würde, ja, könnte es passieren, dass es rauskommt. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Dicker, das fand ich jetzt aber nicht so nice, Freund, von dir, also, dass ich... Was genau meinst du? Dass ich zum Auto gehen sollte, obwohl du kein Auto hast und du hast nicht mal einen Führerschein, Alter. Ach so, Johnny, ich habe vergessen, dass ich heute ohne Auto da war und ohne Führerschein, aber... Bro, nee, guck mal. Das ging ja aus Prinzip, du hast mich da einfach veräppelt oder... Nein, das war mein Fehler, weißt du, manchmal kann ich nicht klar denken, aber ich mach das wieder gut, guck mal, leg dich mal hin, Johnny, so, und ich massiere dich mit dem Massagegerät, weißt du? So, also eine Pistole ist das, so eine Massagepistole. Ja, ja. Leg dich mal schon mal ganz kurz hin, ich muss kurz was vorbereiten. Soll ich Oberkörper frei oder soll ich T-Shirt? Mach schon Oberkörper frei, kannst du ruhig machen. Okay, Johnny, bist du bereit? Leg dich hin. Guck mal, ich habe hier eine miese Pistole. Miese? Ja, eine richtig krasse. Ja. Guck mal jetzt, ich starte erstmal soft, ja? Ich starte erstmal so sehr soft. Mhm. Guck mal, wir gehen hier schön in den Nackenbereich. Bist du bereit? Mhm. Okay. Fühlst du es? Ja, ich fühl's. Es ist schon gut, oder? Ja. Merkst du, wie die Wirbelsäule freigeschaltet wird? Wir gehen jetzt in die Bandscheibe. Mhm. Ja. Ja, Mann. Aber okay, der Aufsatz ist doch nicht der richtige. Warte, ich muss kurz noch mal was ändern. Da muss ehrlich sagen, das ist nett von ihm. Ja, ich bin nicht mehr so sauer. Ist okay. Die Massage wird hoffentlich gut, dann passt alles. Okay, und jetzt sieht man es auf. Also das macht Paul Unterleitner den ganzen Tag. Okay, hier kommt irgendwie nichts mit. Wir probieren es nochmal. So, zack. Und jetzt aber. Jawohl. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Aber halt auch nicht. So, okay, das sollte reichen. Er hat 2 ml. Er ist ja auch nicht mehr so breit wie früher. Deshalb probieren wir das mal. Okay, Johnny, ich habe den Aufsatz gewechselt. Okay. Das sollte jetzt angenehmer werden. Ja, der war schon ein bisschen hart, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, der war eher auch für Beine, also für große Muskulatur und sowas, für Brust und so. Jetzt ist richtig gut, war? Jetzt vibriert so schön. Ist angenehm, aber... Guck mal, warte, der muss jetzt hier einmal kurz... Der muss jetzt hier einmal kurz vibrieren. Wir müssen mal ein bisschen mehr zum Kopf. Wie funktioniert denn das Ding? Warte. Das ist ein ganz neuer Aufsatz, oder? Okay, warte, Johnny, jetzt in den Nacken rein. Oh, cool, ja. Gut, wa? Kannst du jetzt einmal dein Gluteus Maximus ein bisschen frei machen? Warum? Da muss es auch hin. Also hier so, den Bereich, mach den mal ein bisschen frei. So? Ja, ja, genau. Oh, nice, Gluteus Maximus, Bro. Edika! Ron! What the fuck? Willst du mich verarschen, Alter? Digga! Alles! Du verarschst mich den ganzen Tag! Das sind nur 2 ml! Shooting. Das sind nur 2 ml! Junge, was sind 2? Was soll denn das sein, Alter? Dings, das ist hier, der meinte, das ist Enantat. Das fällt nicht auf. Willst du mich verarschen? Dildo, Test, was ist keine. Alter! Ron! Du verarschst die ganze Zeit, Digga. Was soll denn das? Was soll denn das? Ich soll natural sein, das ist keine Scheiße hier. Was soll das? Johnny, entspann dich. Ich bin bei der GmbF angemeldet. Die beste Stimme, die wird ein bisschen tiefer und so. Du kannst dann besser singen. Du hast gar nichts bisher mit Gesangsstunden und sonstige Scheiße gemacht hier, ganz ehrlich. What the fuck?
ganz ehrlich, Auto verarscht, letztes Mal T-Shirt verarscht. Ich hab das extra aufgehängt und dann google ich die ganze Kacke, das ist alles fake, die Scheiße. Ich wollte dich nur massieren eigentlich gerade. Ja. Alter, Ron, das geht nicht. Hab keinen Bock mehr. Ich dachte, es wird alles gut, extra bei Rocker abgemeldet und ganze Scheiße hier gemacht. Johnny, geh nicht. Jetzt willst du mir noch Testo spritzen, willst du mich verarschen? Ganz ehrlich, Ron, das hat mir jetzt echt wehgetan. Ich wollte ihn eigentlich nur massieren.